Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal der Highschool Heroes. Benjamin hier. Habt ihr mich schon länger nicht mehr gehört, oder? Ganz einfacher Grund eigentlich. Ich hatte A, keine Grafikkarte mehr und ja, da lässt sich's natürlich relativ schwierig aufnehmen. Dementsprechend FIFA schon lange nicht mehr gekommen. Unter anderem auch wegen dieser 15-Minuten-Regel. Und Minecraft, ja, wir hatten halt keine Möglichkeiten mehr weiter aufzunehmen. Es gibt zwar noch drei Parts, aber die wollte ich erstmal raushauen, wenn die Möglichkeit besteht, dass wir auch weitere Parts hinten dran haben und nicht wieder 15 to Tage Pause ist. Ihr seht jetzt Spiel fortsetzen, neues Spiel, Spiel laden. Allerdings, fortsetzen werden wir es jetzt nicht. Ich hatte das schon mal gespielt. Leider war die 15-Minuten-Regel da wieder im Weg, muss ich sagen. So, wir spielen auf jeden Fall The Raven. Legacy of a Master Thief, das Vermächtnis eines Meisterdiebs. Ja, ist von den Machern von Book of Unwritten Tales, aber da ich im Point-and-Click-Adventure ja überhaupt nicht, ja, wirklich da drin bin, wie Sascha schon so schön gesagt hat, könnte das ganz lustig werden. Das ganze Spiel kommt in drei Kapiteln. Kapitel 1 können wir jetzt aktuell spielen, ist seit dem 23. Juli auf dem Markt. Kapitel 2 kommt, glaube ich, ja, Mitte August. Mitte August dürfte es sein und Kapitel 3 kommt dann dementsprechend auch nochmal länger, später. Ist wie bei The Walking Dead, alles so in Kapiteln unterteilt und kommt halt dementsprechend auch versetzt. Dann würde ich sagen, starten wir hier direkt mal mit dem ersten Kapitel. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich mache Point and Click ist jetzt nicht mein Genre, aber wir schauen einfach mal, wie es läuft. Ich hoffe, ich stelle mich nicht allzu doof an. Im Übrigen, The Raven ist uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden von kinguin.com. Also könnt ihr gerne mal vorbei surfen auf die Seite kinguin.com. Werde ich auch in der Beschreibung und im Video verlinken. Da gibt es sehr günstige Steam Keys zu kaufen. Also nicht nur Steam Keys, sondern auch für andere Plattformen. Gerne mal vorbeischauen. Vielen Dank schon mal dafür, dass wir dieses Spiel hier spielen können. Nordic Games, die Adventure Company. Also man sieht, die haben schon einige Male so Spiele gemacht. Der Erbe des Raben. Kaum wird einer von denen erwischt, übernimmt seine Brut. Hey, Harold, hast du das schon gelesen? Harold? 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 Hörst du? Das ist ein schlechter Zeitpunkt für Späße. Was machen Sie hier? Und wo ist Harold? Harold, da hinten liegt eine ohnmächtige Wache. Das könnte er sein. Das Auge der Sphinx. Wo ist es? Es ist da. Oh, gut. Dann hat er es noch nicht. Etwa der Erbe des Raben? Psst, machen Sie die aus. Er will den Stein stehlen. Aber woher wissen Sie das? Das spielt keine Rolle. Wir werden dem Dieb das Handwerk legen, verstanden? Ja, aber... Verstehen Sie nicht, was das bedeutet? Sie und ich, Mann. Wir wären Helden. Gut, in Ordnung. Nun müssen wir... Was? Halt! Stopp! Sie sind verhaftet! The Raven. Tja, so schnell kann es gehen, da unterhält man sich mal eine Weile und dann, zack, ist das Auge der Sphinx verschwunden. Ja, das Auge der Sphinx ist auch gleichzeitig der Titel für dieses Kapitel. Ja, wie gesagt, der Rabe oder ein Erbe des Raben hat sich das Auge der Sphinx geschnappt und wir dürfen jetzt wahrscheinlich darauf hinarbeiten, dieses Auge wieder zurückzuholen.
Auf jeden Fall eine schöne Idylle hier in der Suite. Ja, ich hoffe, dass die Hintergrundmusik jetzt nicht allzu laut ist. Das war auch das Problem in der ersten Aufnahme. Die war viel zu laut. Ich habe sie runtergestellt, weil man schon, allein schon die Sprache nicht hören konnte. Was interessant ist, wenn alles auf derselben Lautstärke ist. Ein bisschen blöd gemacht, aber ich habe es mal runtergestellt. Mal schauen. Hier sind wir auf jeden Fall im Zug unterwegs. Wohin wissen wir nicht. Wer wir sind, wissen wir auch noch nicht. Lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, die Musik ist echt spitze. Gefällt mir bisher wirklich sehr gut. Der Orient-Express. Naja, können wir mal hinfahren, ne? Diebstahl in London. Spektakulärer Raub eines 4000 Jahre alten Rubins. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich bin im Dienst. Du bist lustig. Aber du siehst gar nicht wie ein richtiger Polizist aus. Du hast gar keinen Revolver. Seit wann braucht man einen Revolver, um Polizist zu sein? Ja, dann schauen wir doch mal. Er hat ja immerhin auch nur eine Spielzeugpistole. Wozu brauchst du denn die Waffe? Ich bin der Rabe. Der ist totgeschossen worden. Also brauche ich jetzt eine Pistole. Tote Vögel brauchen keine Waffen. Lebendige auch nicht. Weißt du etwa nicht, wer der Rabe ist? Er ist der größte Einbrecher aller Zeiten. Er hat Bilder aus dem Louvre geklaut. Und diese ganz wertvollen Eier mit Gold und Diamanten. Und Bobby Dobbs sagt, er hat die Kronjuwelen gegen Glassteine ausgetauscht. Ich weiß, wer der Rabe war. Auch wenn ich das mit den Kronjuwelen nicht ganz glauben kann. Ich finde es immer lustig, wenn sich Kinder gegenseitig was erzählen. Und Bobby Dobbs hat gesagt, als ob der dabei gewesen wäre. Ja, wer ist der Kleine eigentlich? Wie heißt du, Junge? Ich heiße Matthew Miller. Und wo kommst du her, Matthew Miller? Aus Dillsburg, Pennsylvania. Aber jetzt wohnen meine Mom und ich in England. Sie kümmert sich um eine alte, reiche Frau. Und gerade sind wir auf dem Weg nach Venedig. Dort wollen wir mit einem großen Schiff fahren. Beeindruckend. Du hast ja schon die halbe Welt gesehen. Ich habe mein ganzes Leben in der Schweiz verbracht. Klingt ziemlich langweilig. Doch, die Schweiz ist gar nicht so langweilig. So. Weißt du, dass es heutzutage viel gefährlichere Einbrecher als den alten Raben gibt. Vor 2 Tagen wurde ein wertvoller Rubin aus dem britischen Museum gestohlen. Es gab eine Explosion. Eine Wache wurde dabei verletzt. Ehrlich? Tja, und weißt du, was die Presse schreibt? Sie reden zu viel, Wachtmeister. Zellner, Monsieur. Anton Jakob Zellner. Oder hat er Sie mit seiner Waffe bedroht? Nein, Monsieur. Abmarsch. Was eine Lüge. Unfassbar. Inspekteur Legrand, es ist mir eine große Ehre, mit einer Berühmtheit wie Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Wir sind der Schweizer Polizei dankbar für Ihre Unterstützung. Am besten bleiben Sie hier sitzen und behalten alles im Auge. Ja, das würde ihm so passen. Hier sitzen bleiben und nichts tun. Nee. Aber, Monsieur, da gibt es bestimmt mehr, was ich tun kann. Ich habe gesehen, dass ein Tresor verladen wurde. Wir haben alles im Griff. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, Sie finden mich den Rest der Fahrt im ersten Transportwaggon am Ende des Zuges. Ich bin nicht hier, um die schöne Landschaft zu genießen. Ich bin ein guter Beobachter. Und ich habe mir eine scharfe Kombinationsgabe angeeignet. Mit dem da? Ich habe die Leute auf dem Bahnsteig in Zürich beobachtet. Ich weiß zum Beispiel, dass der Mann dort ein Geigenspieler ist. Das wäre beeindruckender, wenn er keinen Geigenkoffer neben sich liegen hätte. Und ich glaube, dass der Herr im nächsten Waggon ein deutscher Arzt auf dem Weg nach Italien ist, der dort eine neue Stelle annehmen will. Wie kommen Sie darauf? Auf seinen Manschettenknöpfen ist ein Esculap-Stab eingraviert. Und er hat ein Wörterbuch bei sich, deutsch-italienisch. Vielleicht macht er Urlaub in Italien, wandelt auf Goethes Spuren. Zu viel Gepäck. Und nein, er will auch nicht seinen Ruhestand in Italien verbringen. Die Koffer sind zu schäbig, als dass ich glauben würde, dass er sich mit Ende 50 seinen Ruhestand leisten kann. Also schön, Wachtmeister... Zellner. Wachtmeister Zellner, wenn Sie so ein cleverer Kerl sind,
Was tue ich hier im Zug? Ja, der Legrand, was macht er wohl? Urlaub wird er, denke ich mal, nicht machen. Dann, ja. Ich denke, Sie bewachen etwas. Aha, und das wäre? Was bewacht der Kollege? Tja, ich würde mal sagen, was auch immer im Tresor ist. Das kann ich nicht wissen, aber es muss sehr wichtig sein. Wieso? Sie sind sehr wichtig. Man würde Sie nicht auf den Fall ansetzen, wenn es sich um eine Lappalie handeln würde. Mal angenommen, wir würden in diesem Zug tatsächlich etwas sehr Wichtiges transportieren und es wäre mein Job, für seine Sicherheit zu sorgen. Warum wimmelt es dann hier nicht von Na, Uniformierten? das ist ja wohl klar. Man möchte natürlich keine Aufmerksamkeit erregen. Wenn zu viel los ist, dann passiert auch nichts. Sie wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Evident. Aber warum nicht? In einem Zug werden nicht mehr Männer benötigt. Man wäre sich nur noch gegenseitig im Wege. Ich kann Ihnen versichern, dass ich jeden Sitzplatz in diesem Zug mit einem Polizisten füllen würde, ginge es mir um Abschreckung. Dann wollen Sie potenzielle Diebe also gar nicht abschrecken? Sie wollen ihnen eine Falle stellen. Das würde das Fehlen einer Armee erklären, Nespa. Allerdings weise ich jede Spekulation in dieser Richtung entschieden von mir. Naja, schon irgendwie beeindruckend. Aber je weniger Leute involviert sind, desto besser. Wir kommen ohne sie zurecht. Nein. Nein? Ich kann behilflich sein und ich werde behilflich sein. Sie befinden sich in meinem Land und ich bin abkommandiert worden, um sie zu unterstützen. Genau das werde ich tun, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Clever und hartnäckig. Ihr Engagement ehrt Sie, Zellner. Aber bei diesem Fall habe ich das Sagen und ich brauche Sie nicht. Bon voyage. Aber woher wissen Sie das? Oh, hallo. Du hast geschummelt. Was habe ich? Ich habe gesehen, wie du mit dem deutschen Arzt auf dem Bahnsteig gesprochen hast. Er hat dir alles von sich erzählt. Und du hast eben nur so getan, als hättest du richtig kombiniert. Und wenn schon, weißt du, wer das ist? Das ist Inspektor Nicolas Legrand. Den muss man beeindrucken, wenn man mit ihm zusammenarbeiten will. Ich werde ihm alles erzählen. Du würdest mich tatsächlich verpetzen? Und das an den Polizisten, der deinen Raben erschossen hat? Der war das? Hat den berühmtesten Einbrecher Europas gejagt und getötet. Das war der Start seiner Karriere. Dem werde ich nichts erzählen. Würde ich auch nicht. Also gut, Matthew, ich muss jetzt arbeiten. Alle nennen mich Matt. Naja, außer meine Mom. Die sagt Matty zu mir. Als wäre ich noch ein kleines Kind. Na, sehr viel größer bist du nicht. Ob Legrand mich dabei haben will oder nicht, ich werde die Augen offen halten. Vielleicht kann ich seine Meinung ändern. Möchten Sie etwas über die Spielsteuerung erfahren? Tutorial. Ja, komm, das machen wir mal. Betrachte das Butterbrotpapier. Um einen Gegenstand zu betrachten, klicken Sie ihn einfach an. Naja, gut. Heute früh dachte ich, ich hätte vor lauter Aufregung den ganzen Tag keinen Hunger. Gott sei Dank habe ich mir aber dann doch ein Butterbrot mitgenommen. Das hast du sehr geschickt gemacht. Wenn Sie die Maus erneut über das Butterbrotpapier bewegen, sehen Sie, dass der Mauszeiger nun ein anderer ist und der Text am unteren Bildschirmrand nun lautet: Nimm das Butterbrotpapier. Sehr gut, bewegen Sie den Mauszeiger nun mal an den unteren Bildschirmrand. Dort befindet sich das Inventar. Hier sehen Sie alle Gegenstände, die Wachtmeister Zellner bei sich trägt. Klicken Sie bitte das Butterbrotpapier mit der linken Maustaste an. Sie können das Apfelrest auf dem Tisch, klicken Sie mit links. Ja, bisher war leider noch nicht so viel Zeit, um zu quatschen. Das besteht ja jetzt gerade komplett aus Unterhaltung zwischen den Hauptprotagonisten. Öffnen Sie nun wieder das Inventar und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Butterbrotpapier. Ich habe das Kerngehäuse ins Butterbrotpapier gewickelt. So kann ich es mitnehmen, ohne dass meine Hosentasche feucht wird. Trotzdem würde ich beides lieber nicht mit mir herumtragen. Natürlich können Sie auch Gegenstände innerhalb des Inventars miteinander benutzen. Klicken Sie einmal mit links auf die Papierserviette und klicken Sie dann im Inventar auf das Butterbrotpapier. Die Serviette war beim Croissant dabei, das ich mir am Bahnhof gegönnt habe. Die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ach, wir sind schon richtig ordentlich. Und weg damit, werfen Sie den Müll aus dem Inventar in den Aschenbecher auf dem Tisch des Wachtmeisters. Ups. So. Das war doch gar nicht so schwierig, oder? Damit wissen Sie nun alles, was es über die Spielsteuerung zu wissen gibt. Viel Spaß beim Spielen. Gut, und mit diesem Ladebildschirm würde ich sagen, verabschieden wir uns hier und beim nächsten Mal sprechen wir mit dem Geiger, der hier hinten sitzt. Bis dann. Ciao, ciao.